Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Project Zomboid. So, jetzt wollen wir ein paar Dingens hier, Bäume ein bisschen fällen hier. Würde ich mal sagen. Weiß aber nicht, wie weit ich gehe mit der Wand tatsächlich. Mal schauen. Tatsächlich. Oh, extreme Anstrengung. Wir sollten es mal ein bisschen ausruhen, würde ich mal sagen. Und Hunger haben wir auch schon wieder. Sehr schön frech. Was haben wir denn noch frisch hier drin? Erstmal ein Donut. Dann ruhen wir uns mal ein bisschen aus. Warum bin ich jetzt wieder schwer beladen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe schon wieder ein Seil in der Tasche. Ich weiß nicht warum. So, wie gesagt, hier mal ein paar Bäumchen fällen. Die müssen wir auch loswerden. Ich werde, glaube ich, den Zauber, glaube ich, hier hochholen. Obwohl, ich werde, glaube ich, erst unten dazu machen. Nur zwei Baumstämmchen mit. Und dann werden wir hier unten erstmal zumachen, denke ich mal. Und dann werden wir hier oben den Zauber aufstellen, hier oben. Den Sägebock. Extrem anstrengend. Wird ein Jammerlappen, ey. Gibt's ja gar nicht. Defriese auch wieder. So, wenn wir unten jetzt die beiden Wände mal kurz dicht machen, den Zauber mitnehmen und oben weitermachen. Da haben wir ja genug, eigentlich genug Bäume, dann sollte eigentlich relativ gut gehen. So, mach mal. Sehr gut. Nächste Wand. So. Was haben wir noch? Vier Blätter, okay. Wir nehmen mal den Zauber erst mit. Stellen wir hier oben hin. Dass wir hier weiter arbeiten können. Und dann können wir, glaube ich, erstmal gleich pennen. So, dann machen wir erstmal noch die vier Bretter eben weg. Gehen wir kurz pennen. Dann kurz einer rauchen. Vorm Schlafen gehen. So, ja, möchte ich. Dankeschön. Ja, Stärke, genau. Boah, 30.000, ey, krass. Alter.
Könnte ein bisschen dauern. Hunger haben wir noch keinen, okay. Die Nägel werden nicht reichen, das glaube ich nicht. Also, wir haben zwar noch sieben, ne, wie viel haben wir? Einen haben wir noch, wow. Noch so viele. Oh, guck mal, da wächst was. Ja. Cool. Sehr gut bewässert. Gedeiht. Jungkartoffeln sind das. Da sollen eigentlich noch Nägel drin sein. Hoffe ich. Wenn nicht, müssen wir uns wieder noch Nägeln. 20. Ja, ja. So. Warum noch Nägel? Irgendwo noch Nägel drin. Also noch zwei. Sind da überall noch Bretter drin, die müssen wir auch mal verarbeiten, ne? Sollen wir gleich vielleicht mal. Ah, da 27 Stück noch. Sollen wir gleich mal tun langsam. Okay, das war's. Sollen wir auch mal tun. Obwohl, wir können die hier oben verarbeiten, dann können wir hier weiterbauen. Also die zweite Etage. Die obere Etage. Ich will auch noch so einen Überhang hier bauen, damit ich hier ein Seil runterlassen kann. Damit ich auch abhauen kann, wenn ich oben bin. Natürlich. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Nägel, ein paar Bretter wieder, ne? Genau, 8 Stück. Also wir könnten wieder ein paar Rahmen bauen. Sagen bis da. Ich glaube, das ist okay. Wenn wir dann hier uns hier weitergehen. Dann stört. Ich glaube, der Baum, der muss auch noch weg. Gehe ich mal sehr stark von aus. Könnte man eigentlich direkt auch mal machen. Mach's gut, Bäumchen. Können wir da mal das Holz mitnehmen? Damit mal zersägen. Zersägen. Also ich muss ja sagen, der Sawbuck, der ist schon geil. Also, dass man immer 4 Bretter rausgeht, ist schon cool. Muss man dem ja lassen. So. Es läuft. So, erstmal Krüppel im Gras entfernen. Können wir hier jetzt mal ein paar Bäume noch abhacken? So. Das ist ja nicht so schlimm, wir müssen ja nicht alle weghacken, gell, ne? Nur halt da, wo die Mauer hinkommt oder die Wand hinkommt. Die müssen weg. Ich glaube nämlich, die gehen sonst durch.
Und außerdem, ja gut, das ist auch, was hat was mit Sichtfeld zu tun. Deswegen ist das besser, wenn man alle Bäume weghackt. Dann sieht man wenigstens alles. Hier ist nämlich auch einer. Da steht auch noch einer. So, da steht auch einer. Natürlich ist eine Heidenarbeit, ne? Die ganzen Bäume da wegzuhacken und dann noch die Wände dahin zu bauen. Ist natürlich nicht ohne. Erschöpft. Was ist denn los, ihr Jammerlappen? Ehrlich, ey. So. Sowieso bald wahrscheinlich wieder los Nägel holen. Definitiv. Gehe ich mal stark von aus. So. Achtzehn Nägel haben wir nur noch. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. So, was können wir noch machen? Nix. Ein Hamburger mehr, nichts mehr. Wir haben kein Brot mehr wahrscheinlich, ne? Eintopf. Haferflocken. Okay. Nachos, ja. Peach Pie. Topf mit Suppe. Dose mit Suppe. Haben wir Dose? Haben wir Suppen? Haben wir eine Suppe? Machen wir so. Machen wir das doch mal. Wir brauchen einen Dosenöffner und einen Kochtopf. Na. Woll ich hoch. Danke. So. Ist natürlich jetzt noch ungekocht, ist klar. Aber ich denke mal, kriegen wir hin. Ein schönes Süppchen für uns.
Suppe ist auch gut. Suppe geht immer. Also Suppe, Leckerchen. Das war zwar oft genug von Schiffen, aber wir haben Kochen Stufe 2. Sehr gut. Gibt da 39 Hunger, ein bisschen Durst. Gegen Unglücklichkeit, gegen Langeweile. Ach, alles gut. Zack. Sehr gut. Jetzt bist du da gut gelaunt, ne? Hast was geluncht. Jetzt die erstmal ausruhen. So, dann haben wir das jetzt auch ein bisschen, dann haben wir uns ein bisschen erholt von der Erschöpfung. Ah ja. Immer die Leiche mit, ich schmeiß wieder immer hier vor die Tür. Tschüss. Eingehauen. So. Oh, die Büsche da weg. Danke. So, jetzt möchte ich natürlich wieder ein paar Bretter machen, damit wir weiterbauen können. Und ich glaube, bald, wie sieht das dort gerade, weil so lange, da sind wir glaube ich fertig. Da bin ich glaube ich fertig mit dem ganzen, mit der Umrandung hier. Ich glaube, ich mache die erst zu, damit ich hier die Baumstämme weiter verarbeiten kann. Oder warte mal, ich mache das anders. Obwohl, wenn ich die Bretter jetzt wieder hinlege und dauert wieder zu lang, da habe ich keine Lust zu. Wir müssen gleich sowieso wieder los, Nägel suchen. Gehe ich mal stark von aus. Ich glaube nämlich, wir haben nur noch zwei Nägel. Ja. Ist nicht ärgerlich. Nägel. Problem ist halt, wir haben das Auto ist noch voll, ne? Gepackt. Immer die Leiche mit. Das soll man mitnehmen. Tschüss. Danke. Also wir packen mal eben kurz Sachen zum Bauen, packen wir mal kurz da rein. Zwei Fäden haben wir hier, krass. Cool. Ich weiß gar nicht, so viele, waren das so viele Sachen? Also so schwere Sachen, glaube ich, waren das nicht, ne? Das ist ein sekundär ausrüsten, mein Freund, danke. Da kommen jetzt die Werkzeuge rein, mal eben. Binoculars, euren Werkzeug, Brechstange auch. Feuerzeuge eigentlich auch, das auch. Das natürlich auch. Das auch.
Das auch, du auch. Was ist das? Protractor, okay. Razor Wire. Ja, das ist Stacheldraht. Isar-Lifter, den will ich gleich mal ausprobieren. Gucken, was das ist. Das ist eigentlich, Lift ist eigentlich ein Fahrstuhl, aber ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Da werden wir mal gucken, ne? So, ich glaube. Räumen wir das eben kurz weg. Dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Mein Gott, die Zeit vergeht hier, ey. Ist der Wahnsinn. Echt der Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, wie schnell. Und jetzt? Können wir da reinspacken? Was ist da Platz drin? Das ist ein Problem. Wahrscheinlich nicht für alles, ne? Ne. Ah, du passt da nicht rein. Okay. Du passt auch noch rein, du passt da noch rein, du passt auch noch rein. Und du auch nicht mehr, okay. Passt hier noch was rein? Hier passt auch noch was rein. Zange vielleicht? Ja. Ja gut. Müssen wir nächste Folge sollten wir uns mal wieder ein paar Kisten gönnen. Auf jeden Fall. Ist auch noch nicht voll. Ist auch noch nicht ganz voll. Jetzt ist sie voll. Aber die ist auch noch nicht voll. So. Wir sind nicht auch noch. Ja, wir haben keine Nägel mehr. Natürlich doof. Holzkohle passt natürlich nicht. Logisch. So. So, ich würde mal sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Project Zomboid. Tschüssingen.